Landschaft ist ein Konstrukt. Landschaft per se ist nicht da, sondern Landschaft wird erst wahrgenommen. Landschaft braucht Perspektive. Insofern ist es die Landschaft, die der Mensch gemacht hat, die wir in der Ausstellung zeigen. Wir beginnen mit den 60er Jahren, wo wir eine räumliche Veränderung erkennen, wo der Raum Thema wird, wo es nicht in einer Zeitlichkeit nur eine Rolle spielt, sondern wo wir uns aus den Institutionen hinaus bewegen und mit Robert Smithson beispielsweise eine Figur zeigen, die die Landschaft selber zum skulpturalen Objekt werden lässt. Die Landschaft, die gebaut wird, die verändert wird, ist es denn auch, dass das Anthropozän definiert, eine Ära, die vor kurzem für große Wogen gesorgt hat, weil es die Ära ist, wo der Mensch die geologische Gestalt der Erde zu verändern scheint. Es gibt viele Arbeiten, die sich mit dieser These des Anthropozäns auseinandersetzen. Hier versammelt haben wir ca. 20 Arbeiten, die seit den 60er Jahren bis heute die Erde als ein sich bewegendes und bewegtes und erst in der Bewegung wahrgenommene Landschaft erkennbar machen.